Ich heiße Olga Mischula. Ich komme aus Minsk ursprünglich, aber wohne seit 17 Jahren in München. Habe dort studiert und in München auch ein anderes, aber ähnliches Instrument als Zimbal, das heißt in Bayern Hackbrett. Ich heiße Anastasia Feierlein, ich komme aus Russland. Ich bin in Ulan-Ude geboren und seit 6 Jahren lebe ich in Deutschland, in München. Wir haben Chopin Fantasie gespielt und ich habe die linke Hand gespielt. Das und war lustig, weil das war ganz lustig. Nasser hat die Noten vor sich gehabt und hat gesagt, was soll ich jetzt spielen, weil das Stück ist für Klavier geschrieben. Und gesagt, du sollst nur linke Hand spielen, die rechte Hand spiele ich. Genau, das ist so eine tolle Übung eigentlich. Wir verstehen das muss uns man, einfach ganz gut als Leute und deswegen menschlich, das muss passen. Geht es auch beim Musizieren auch ganz gut. Ja, finde ich. Also Open-Air-Konzerte kommen bei mir nicht so oft vor. Ich habe mal in Verona gespielt und in Bordeaux. Das waren beide Konzerte Open-Air. Und ich muss sagen, so wie hier auf Samos, hatte ich bis jetzt noch nicht so ein gutes Gefühl beim Spielen. Es war fantastisch vom Ton und vom Licht. Wirklich, ich bin sehr begeistert und es war sehr angenehm zu spielen. Das war immer mein Wunsch und meine Idee, irgendwo im Feld oder irgendwo im Wald zu spielen und hören, wie der Klang sich dann entwickelt und in Luft schwingt. Und das war ein total schönes Erlebnis für mich. Es ist wirklich wunderschöne Ambiente, tolle Leute, tolle Musiker. Und das hat wirklich viel, viel Spaß gemacht, in so einem alten Theater zu spielen, diese Atmosphäre zu spüren. Ja, ganz, ganz toll.